Darf ich im Namen des SK Rapid wie immer sehr herzlich begrüßen. Anlass bekannt, übermorgen unser Heimspiel gegen den SK Sturm Graz. Wir freuen uns wieder auf eine gute Kulisse, haben zur Stunde immerhin schon 16.000 Karten abgesetzt und Kartenvorverkauf läuft wie gewohnt auch am Samstag bei uns im Fankorn in Hütteldorf, hier im Stadioncenter, aber natürlich auch online unter skrapid.at/tickets. Gestern haben wir noch nach dem Training auch einen schönen Tag für über 1.000 Kinder gehabt. Unser Greenie-Tag war sehr, sehr stimmungsvoll, lustig. Die Spieler und Trainer hatten auch viel zu tun, haben viele Autogramme geschrieben und Fotos gemacht und haben sich heute dann wieder voll fokussiert auf das Spiel am Sonntag. Und deswegen darf ich die Fragerunde starten und bitte als erster natürlich unseren Geschäftsführer Sport, Andi Müller, nach dem David. Das ist, glaube ich, für uns alle eine große Freude war vom Ergebnis her und auch von der Leistung. Wie schätzt du die derzeitige Situation der Lage ein? Ja, schönen guten Tag. Ja, ich denke, dass wir wieder in die Spur zurückgefunden haben vom Ergebnis her. Auch davor war es möglich, mehr Tore, mehr Punkte zu erzielen. Aber ich habe immer wieder gesagt, so in einer Saison geht es dann in den letzten 5 Runden, da geht es ans Eingemachte und da muss man Stabilität beweisen. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Spiel am Sonntag, weil ich glaube, unsere Mannschaft kommt wieder richtig gut in Schwung. Das Einzige, was man vielleicht bemängeln konnte, auch im Spiel gegen die Austria, dass wir den Sack nicht frühzeitig zugemacht haben, aber das Spiel an sich war wirklich sehr, sehr ordentlich von unserer Mannschaft und wir wollen daran anknüpfen gegen Sturm, die auch wieder erstarkt sind, zumindest von den Ergebnissen her in den letzten Wochen. Von daher gilt es natürlich, wieder volle Konzentration zu haben und die Leistung abzurufen, die unsere Mannschaft imstande ist zu leisten. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir das Spiel auch gewinnen werden. Vielen Dank, Andi. Bevor wir nochmal dann zum Trainer gleich kommen, noch ein Zusatz zum Sonntagsspiel. Wir freuen uns immer, wenn sich ein kleines Plätzchen findet. Wir haben noch 2 Spieler hier im Ernst-Happel-Stadion und natürlich auch bei beiden unseren beliebten Familiensektor, die Tribüne A, wo gratis Eintritt ist für Kinder bis zum 14. Geburtstag, Begleitperson um günstige 15 Euro dabei. Natürlich auch wieder gegen Sturm Graz. Da ist zum Beispiel dann ab 15.10 Uhr der Thanos Bezos im Einsatz, steht für Fotos mit den Kids zur Verfügung und für Autogramme. Weg von den Autogrammen hin zum tagesaktuellen Zocke, darf dich wie gewohnt bieten. Training ist vorbei. Wie schaut es aus in der Mannschaft? Sind alle soweit gesund? Und was gibst du deinen Spielern mit für den Schlager zwischen den beiden Traditionsclubs? Ja, es sind alle gesund, bis auf Novota, Murk, Bezos und Stangl. Ansonsten stehen uns alle Spieler zur Verfügung. Ja, wir wollen an die Leistung, die wir gegen die Austria gebracht haben, einfach anknüpfen. Wir wissen, dass Sturm im Moment ganz gut in Form ist, aber auch wir sind gut drauf und wir freuen uns einfach auf das Spiel. Und ja, es wird an uns liegen. Wir wollen wieder Leistung bringen. Wir brauchen eine gute kämpferische Leistung. Wir wollen wieder schnell und dynamisch sein, unnachgiebig. Wir wollen nicht aufhören, ungut zu sein, lästig zu sein. Und ja, wie gesagt, wir sind gut drauf und erwarten einfach eine gute Leistung von meiner Mannschaft. Danke. Darf dann auch den Stefan nochmal herzlich begrüßen. Wir haben die relativ lange in so einem Rahmen nicht gesehen. Für die hat das Fußball ja leider erst im April so richtig begonnen, vorher die Verletzungspause gehabt. Kannst du uns ein bisschen schildern, wie es da in der Zeit gegangen ist und vor allem, wie du jetzt den Weg zurück geschafft hast? 2 Spiele absolviert, beide, glaube ich, der Trainer wird man hoffentlich nicht trügen, aber ich glaube, beide sehr, sehr gut gespielt und bist wieder voll da. Ja, guten Tag einmal. Natürlich gibt es für eine Verletzung nie wirklich einen guten Zeitpunkt. Es war nicht ganz einfach, weil ich nicht wirklich eine Vorbereitung gehabt habe. Aber ich habe eben probiert, im Training alles zu geben und mich wieder so zurückzukämpfen. Und wollte eben in den Spielen, wo ich gespielt habe, der Mannschaft helfen und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Sehr Gedanken und Zusatzfrage zum Match am Sonntag. Die Sturm Graz ist ein Gegner, wo ja, da ist immer was los, wenn man gegeneinander spielt. Was ist deine Einschätzung von den Chancen her, dass wir da jetzt den nächsten Heimsieg feiern können? Ja, wie schon gesagt, ist Sturm in den letzten Spielen richtig gut drauf, haben wieder begonnen zu gewinnen.
Und ja, aber wir sind selber auch gut drauf und wollen eben Sturm zeigen, dass wir zu Hause am 8 sind, dass wir richtig gut Fußball spielen können, und wenn wir die Chancen dann reinhauen, die wir bekommen, dann werden wir sicher als Sieger vom Platz gehen. Dein Wort in Gottes Ohr. Dankeschön. Darf ich euch um die gewohnten Fragen bitten? Wie immer, wenn der Herr Hackl nicht da ist, muss sich wer anderer erbarmen, um die erste Frage zu stellen. Ja, bitte. Bitte, Roland. Hallo, Roland Hönig, ORF Sport, Fußball. Eine Frage an den Herrn Müller und an den Herrn Barisic vielleicht. Es ist ja so, dass man quasi unter Anführungszeichen gewinnen muss, wenn man im Titelrennen bleiben möchte. Wie geht die Mannschaft, wie geht der Verein da mit dieser Situation um, mit diesem Druck, unter Anführungszeichen gewinnen zu müssen? Ich nehme das vorweg, weil der Zocki wird es eh wieder sagen. Rapid muss immer gewinnen, egal in welchem Spiel. Na, wir sind zu Hause. Wir haben aufgrund der Leistung auch die Austria jetzt erstmal mit 8 Punkten distanziert. Wir haben den 2. Platz gefestigt und es geht darum, dass wir jetzt erstmal wieder ein richtig gutes Heimspiel machen wollen, um einfach auch den Zuschauern zu zeigen, dass das, was wir zwischendurch mal hatten, dass das nicht unser wahres Gesicht ist. Und wir haben sicherlich jetzt sehr viel Auftrieb bekommen durch das Derby und das wollen wir fortsetzen. Und unabhängig davon, ob jetzt von außen Druck ist oder Druck ist bei Rapid sowieso immer da. Deswegen, unsere Spieler haben in vielen Situationen bewiesen, dass sie sehr gut damit umgehen können. Und klar ist natürlich, wir wollen am Sonntag unbedingt dieses Spiel gewinnen. Dazu brauchen wir aber eine Top-Leistung, weil wir genau wissen, dass der Gegner wieder erstarkt ist. Und von daher gehen wir in das Spiel mit voller Konzentration, mit sehr viel Leidenschaft, aber natürlich auch brauchen wir Kopf und Verstand dabei, um den Gegner zu bezwingen. Ja, wir haben sehr großen Respekt vor Sturm, so wie vor jedem Gegner, und trotzdem ist es einfach so, dass wir sehr optimistisch in das Spiel reingehen, dass wir an uns glauben und dass wir den Glauben an uns nie verloren haben, egal was von außen versucht worden ist, hinein zu interpretieren. Die Mannschaft weiß, dass sie stark ist, wenn gewisse Komponente zusammenpassen, und wichtig ist es, dass jeder Spieler, jeder einzelne Spieler sich dem Team unterordnet, dem Teamgedanken sich unterordnet und alles der Mannschaft zur Verfügung stellt, damit wir als Mannschaft, als Team erfolgreich sind. Zocki, die Meisterschaft biegt ja jetzt in die Zielgerade. Wie sieht es eigentlich mit der grün-weißen Kraft aus? Ist schon so etwas wie Müdigkeit vorhanden? Ihr habt ja doch einige Spiele in dieser Saison absolviert, mit Cup, mit Meisterschaft, mit Europa League. Ist noch der Tank voll? Ja, ich glaube, wenn man sich die Laufleistungen anschaut und diese vergleicht mit den Gegnern, die wir zuvor hatten, glaube ich schon, dass der Tank noch immer voll ist, dass die Spieler auch motiviert sind, dass es aber trotzdem auch noch mehr geht, weil ich weiß, dass die Mannschaft es noch besser kann, als sie es zuletzt gezeigt hat. Aber ich glaube, der Weg, der gesamte Weg des Clubs und des Teams, der ist gut und den werden wir weiterhin verfolgen. Danke. Bitte. Stefan, kannst du mal was dazu sagen? Dankvoll bei euch. Ja, also bei mir auf jeden Fall noch. Also ich habe erst 2 Spiele gemacht jetzt und ich glaube, es gibt viele Spieler, die dann auch was erreichen wollen und die sicher nicht aufgeben. Und ich glaube, wir haben ein Ziel noch und wollen eben den Druck so hoch wie möglich halten, damit Salzburg eben nicht so lockerlässig spielen kann. Alles klar. Bitte sehr, wer möchte die nächste Frage stellen? Bitte, Matthias. Zocki, ist Sturm sowas wie der Lieblingsgegner von Rapid in dieser Saison? Die einzige Mannschaft, gegen die man noch gegen die man unbesiegt ist? Ja, ich glaube, dass wir, was die Statistik betrifft, ganz eine gute Performance hingelegt haben gegen Sturm in den letzten Jahren überhaupt, wenn man noch weiter zurückgeht, aber im Endeffekt ist es uns egal. Es ist uns egal, das ist auch schon wieder, das zählt schon zur Vergangenheit, und wir konzentrieren uns nur auf Sturm am Sonntag, und das, was war, ist schon lange passiert und ist vorbei und das interessiert uns nicht mehr.
Hat man in dieser Woche bei der Mannschaft irgendwas gemerkt, so in Richtung Erlösung? Dieser Derby-Sieg war ja doch ein Sieg nach langer Zeit wieder mal. Ist die Mannschaft anders aufgetreten unter der Woche? War sie entspannter? Möglicherweise war sie etwas lockerer, aber es war auch nicht so, dass wir unentspannt waren vor dem Derby-Sieg. Ja. Also wir haben weiterhin, so wie immer, normal konzentriert gearbeitet, haben gut trainiert, haben versucht, das Level natürlich im Training, das machen wir sowieso immer, hochzuhalten, immer wieder anzuheben und einfach, wir haben uns davor nicht beirren lassen und wir haben jetzt nicht eine positivere Stimmung im Training als davor. Eine Frage hätte ich noch an Andi Müller. Jetzt war zu lesen in den letzten Tagen wieder von dem Isländer, an dem Rapid ja dran sein soll, wo angeblich schon ein Angebot vorliegen soll. Wie konkret ist dieses Thema schon? Also ihr müsst bitte dafür auch Verständnis haben, weil ich denke, alles was Personalpolitik betrifft, ist ein sensibles Thema und deswegen möchte ich mich und werde mich auch nicht zu Spekulationen äußern, die überall dann auch geschrieben werden. Fakt ist, und das haben wir immer wieder betont, dass wir für die neue Saison, und die alte ist noch nicht abgeschlossen, deswegen ist es immer ein Thema, was ich nicht so gern auf dem Tisch habe, aber wenn die Frage jetzt danach kommt, ist es einfach so, dass wir gesagt haben, dass wir für die neue Saison auch eine schlagkräftige Mannschaft haben wollen, wenn wir in das Allianzstadion dann gehen. Und von daher ist es völlig legitim und normal, dass natürlich auch viele, nicht nur Berater, sondern auch zum Teil der ein oder andere Spieler an irgendeiner Stelle mal was fallen lässt. Ich möchte das Ganze überhaupt nicht kommentieren. Das sind Spekulationen und ihr kennt uns, wenn wir definitiv dann was zu vermelden haben, werden wir das auch sehr schnell tun. Das heißt, Rapid hat kein konkretes Angebot für ihn abgegeben, weil das hat der Spieler ja so behauptet. Ich denke, ich habe die Frage beantwortet. Okay. Lieber Martin, bis das Mikrofon bei dir ist, weil die Statistik angesprochen worden ist. Also gegen Sturm Graz zuletzt 9 Spiele in Folge, davon war eines im ÖFB Cup ungeschlagen und in Wien bereits seit 10 Spielen hintereinander. Wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Martin, bitte. Ich suche umgekehrt um Verständnis, dass Journalisten und Medien natürlich, selbst wenn sie nur Gerüchte hören, das natürlich nicht lange hinter den Berg halten oder hinter die Zeile halten werden und die Fans das auch interessiert. Gibt es schon einen, ist der Vertrag, praktisch der Wechsel von Max Hofmann zu Watford schon unterschrieben? Also das ist ganz neu, was ich jetzt gerade höre. Es hat sich bis zum heutigen Tag kein einziger Club für irgendeinen Spieler bei uns gemeldet. Es ist so, dass Thanos Petsos uns verlassen wird. Ja, und alles andere ist nach wie vor offen. Rapid liegt zum heutigen Tag kein Angebot eines Vereins für irgendeinen unserer Spieler vor. Das ist der Stand heute. Und darüber hinaus kann ich ja sagen, dass wir mit Max Hofmann bezüglich einer Verlängerung im Gespräch sind. Nachfrage, Martin, oder? Weil ist ja wurscht, bei AfD erwarte ich mir jetzt weder Bestätigung noch eine Dementi und bei Daniel A. zu Sturm Graz wahrscheinlich genauso wenig. Ne? Also ich kann das nicht kommentieren, was spekulativ überall durch die Medien geistert mit Danny Alla. Fakt ist, er hat einen auslaufenden Vertrag und wir wissen auch noch nicht genau, wie seine Zukunft aussieht. Ob es bei uns ist oder woanders, das weiß ich nicht. Afdijai war in den letzten 2 Heimspielen, glaube ich, hier. Ich weiß nicht, was er hier gemacht hat. Vielleicht wollte er sich gründlich vorbereiten auf das Spiel am Sonntag. Keine Ahnung. Bitte. Ich würde nur sagen, es hängt die Spekulation nicht damit zusammen, dass er zweimal da war, sondern kommt sehr wohl aus Deutschland, aber macht nichts. Bitte um Verständnis dafür, das wird ihm auch nachgehen. Ich habe die Frage schon letzte Woche nach dem Spiel gegen Salzburg beantwortet, bei Sky. Ich
glaube, wenn das jemand gesehen hat, weiß er ganz deutlich, dass Avdiivka nie und nimmer bei uns ein Thema ist. Auch wenn man irgendwelche Querverbindungen bezüglich meiner früheren Tätigkeit bei Schalke und dass er von Schalke ein Spieler ist, ausgeschlossen. Ja, ich frage nur. Hätte eine Frage an den, ich antworte nur. An den Trainer. Aber dann klären wir es gleich auf, es macht ja nichts. Eine Frage wegen dem Sturmspiel. Woran liegt es, dass Rapid, je näher man zum Tor kommt, eine Art Zitterfuß begleitet, die Spieler? Einmal den, einmal den, einmal den. Denn Torchancen kreieren ist immer noch möglich, ob es über die Flanke, durch die Mitte, wie auch immer, also ob es durch die Mitte seltener geworden ist. Aber es ist trotzdem irgendein Art Zitterfuß vorhanden, wie du das beim Wolfsburg-Spiel so schön ausgedrückt hast. Warum eigentlich? Vielleicht, weil man zu sehr auf das Thema hineingeht, möglicherweise. Ja, dass man sagt, okay, es gibt es ja nicht, dass man so viele Chancen verhauen wird, ist ein Wahnsinn. Vielleicht liegt es an dem, vielleicht sollte man davon etwas loslassen und die Spieler kreativ werden lassen vom gegnerischen Tor. Vielleicht klappt es dann besser. Wunderbar. Ich glaube, Philipp, Martin, bist du nett, würdest du das Mikrofon weiterreichen, bitte? Danke sehr. Zucker, die letzten Wochen waren sehr intensiv. Hat sich bei dir selber irgendwas verändert, was das Coaching betrifft an der Linie? Bist du jetzt emotionaler geworden in den letzten Wochen? Im Derby war es auffällig, dass du sehr oft an der Linie warst. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Sollen andere beurteilen, das was sie immer wieder tun. Oft ist es ja so, dass du auf der Linie etwas coachen möchtest, die Spieler hören die aber nicht, aufgrund der Stimmung. Dann ist es wiederum so, dass wenn du hineincoachst, dass dann, wie bei der stillen Post, dann die Anweisungen dann komplett andere sind, wenn sie von der linken auf die rechte Seite rüberkommen, aber ich weiß nicht, ob das so wichtig ist für jemanden. Ob der Trainer jetzt emotional ist auf der Linie hin und her, wie verrückt sprintet oder ob er ruhig auf der Bank sitzt, es ist einmal so. Typisch Zwilling halt. Merken die Spieler eine Veränderung vielleicht? Ich hoffe nicht. Also ich habe mich schon vor die Mannschaft hingestellt, in einer Phase, wo es bei uns nicht so gut gelaufen ist. Und ich glaube, der Stefan wird das bestätigen. Und ich habe einer gesagt und auch versprochen, dass ich mich als Person mit Sicherheit nicht verändern werde. Das kann ich bestätigen. Brav. Bitte, Alex. Eine Frage an den Stefan Auer. Die letzten beiden Spiele, einmal rechts hinten, einmal links hinten. Bei Admira waren es, glaube ich, überhaupt insgesamt 5 verschiedene Positionen. Wo spielst du eigentlich am liebsten und wo siehst du das größte Potenzial? Natürlich spielt man dort, wo mich der Trainer aufstellt. Am liebsten spiele ich natürlich auf der rechten Seite, weil da mein guter Fuß ist. Aber wie gesagt, das hat jede Position ihre Vorteile. Also auf der linken Seite kann man nach innen ziehen und schießen. Und ja, wie gesagt, jede Position hat ihre Vorteile und ich spiele beides gern. Ja, bitte, Alex, weitere Frage da? Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte einfach einmal nur noch hinten zum Beispiel. Ist der Stefan auch ein Kandidat für die Sechserposition des Öfteren für die Zukunft? Stefan ist ein Spieler, der irrsinnig intelligent ist, spielintelligent ist, der Dinge umsetzen kann, irrsinnig schnell umsetzen kann, die ein Trainer von einem verlangt oder das Trainerteam. Und wirklich sehr viele Positionen begleiten kann, sodass das Bild da unseres Spiels immer wieder sich verändert. Und deshalb ist der Stefan, Gott sei Dank ist er gesund, ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und wird da in Zukunft ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns noch werden. Wenn wir gerade bei wichtigen Spielern sind, der Tommy hat sich in den letzten Wochen sehr treffsicher gezeigt, zum Teil glücklich, aber auch zum Teil mit sehr viel Energie gespielt. Wie ist die Entwicklung einzuschätzen von ihm? Sehr gut. Als er zu uns gekommen ist, hat er im körperlichen Bereich große Defizite gehabt, hat immer wieder kleine Verletzungen gehabt, hat dann im Winter die Vorbereitung komplett mitgemacht, hat im Training war immer am Maximum, hat sein eigenes Level auch immer wieder hochgehoben, hat auf seine Chance gewartet, ist
charakterlicher Top-Typ, der nie Stunk gemacht hat, im Gegenteil. Und als er dann die Chance bekommen hat, hat er sie genützt, eiskalt. Und genauso erwarte man das von jedem einzelnen Spieler bei uns in unserer Mannschaft. Dankeschön. Bitte noch weitere Fragen an die drei Herren. Vielleicht noch eine zu Sturm. Sturm eben wieder erstarkt. Woran liegt es deiner Ansicht nach? Dass sie jetzt mehr Tore schießen als der Gegner. Es war davor auch so, dass sie einigermaßen gute Leistungen gebracht haben. Sie haben sich aber stabilisiert in den Leistungen, aber auch was die Ergebnisse betrifft, ist eine Mannschaft, die vor allem in der Defensive sehr, sehr gut steht, die sehr, sehr schnell umschalten kann. Im Moment haben sie mit dem Edom Wonji vorne einen Spieler, der das Momentum auch auf seiner Seite hat, der vor allem seit den letzten beiden Spielen sehr torgefährlicher ist, das was er zuvor nicht war. Also das sind die Hauptunterschiede zu den Spielen davor. Bitte. Aber man hat ja schon gesehen, sie haben gegen Sturm oder gegen die Austria überragende Leistungen gezeigt, ja, wo es wirklich, wo nur ein Quäntchen gefällt hat zum Sieg. Also das ist schon eine Mannschaft, die mit uns ungefähr auf einer Stufe ist. Frage an den Sportdirektor, die über das Sturmspiel hinausgeht, als Amateure-Team, also Rapid 2, ist nach wie vor im Abstiegskampf in der Ostliga und jetzt kommt ja auch der Zusatzfall dann, wenn Mattersburg mit dem Zweierteam aufsteigen würde, müsste das schlechteste Amateure-Team Relegation spielen, das ist Rapid. Was läuft da falsch und kann man da was ändern oder was würde das auch bedeuten für den Verein, wenn das Zweierteam nur mehr in der Wiener Liga spielt? Ja, ein Abstieg wäre eine Katastrophe. Klar ist, dass wir mit der jetzigen Situation alles andere als glücklich sind. Haben natürlich auch große Bauchschmerzen, wenn man jetzt auch sieht, St. Pölten 2-0 verloren. Von daher gilt es jetzt wirklich alles zu mobilisieren und so eine Konzentration im Team zu haben, dass wir in den nächsten Wochen so viele Punkte machen, damit wir diesen Platz nicht mehr belegen für die Relegationsspiel. Aber es ist für uns als Verein wäre das wirklich eine Katastrophe, weil es ist die letzte Ausbildungsmannschaft letztendlich, bevor es dann Richtung Kampfmannschaft geht. Und da wollen wir natürlich die Mannschaft in der Regionalliga haben, um auch ein dementsprechendes Niveau zu haben, um weiter ausbilden zu können. Und man darf eins nicht vergessen, die Mannschaft ist im Schnitt circa 2 Jahre jünger, als es im letzten Jahr der Fall war. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir genügend Möglichkeiten haben, mit den Spielern, die dort spielen, die Klasse zu erhalten. Das ist auch eine ganz klare Erwartung an die Mannschaft und an das Trainerteam. Meine sicher weniger herzlich formuliert, als man es gewöhnt ist. Auf gut Deutsch, wenn ich den Schlusssatz interpretiere, wollte ich direkt fragen, wie lang der Trainer nur ist, beziehungsweise gibt es erst Konsequenzen, falls man wirklich absteigt. Also das ist jetzt im Moment absolut kein Thema. Wir haben Spiele gesehen, wo die Mannschaft deutlich gewinnen muss. Wir haben Spiele gesehen, das vorletzte Spiel mit dem 3-8, habe ich mir berichten lassen. Ich war nicht selber vor Ort. Es hätte zur Pause 6-6 stehen können. Aber dass im Moment der Wurm da drin ist, das sehen wir auch. Und wir werden aber gemeinsam mit dem Trainer, mit der Mannschaft Maßnahmen ergreifen, dass wir wieder erfolgreich sind. Mehr kann ich da im Moment nicht zu sagen. Es ist sicherlich 5:05, keine Frage. Die nächste Frage auch wieder zum St. Pölten-Spiel. Da hat der Michi Steiner ausgetauscht, den Kuhn, Schimpelsberger und Posenik. Jetzt sagt man hat eine sehr junge Mannschaft und dann sind es genau diese drei Leistungsträger, die es eigentlich Leistungsträger sein sollten, die dort eigentlich gar nicht auffallen. Ich kann mir jetzt kein Urteil erlauben, ich habe das Spiel nicht gesehen.
Man spricht natürlich intern darüber, wie der eine oder andere Spieler, aber ich denke, man sollte jetzt nicht den Fehler machen, dass man einzelne Spieler herausbringt, sondern die Mannschaft hat in den letzten Spielen als Ganzes, als Team nicht gewonnen, die Spiele verloren. Da gehört jeder Einzelne dazu und deswegen, glaube ich, werde ich den Teufel tun, jetzt hier öffentlich über den einen oder anderen Spieler. Sicherlich ist es so, dass wir uns natürlich von unseren Spielern, die aus der Kampfmannschaft dann auch zur Verfügung gestellt werden, eine gewisse Führungsrolle erwarten. Aber auch da muss man das im Gesamten sehen und nicht im Einzelnen. Letzte Frage. Peter Hlinker wurde geholt, um jetzt Stabilität zu geben. Jetzt hört man, er darf gar nicht spielen, weil er zu alt ist. Ist das eine Linie vom Verein oder ist das intern? Der Trainer kann aufstellen, wen er will. Deswegen ist er Trainer. Ja, ich hätte schon eine Frage dazu. Also jetzt keine überwiegende Trainerdiskussion wegen Herrn Steiner, sondern es ist schon so, deswegen ist das Thema relativ ernst, was die Rapid-Amateure betrifft, denn das war in den letzten Jahren aufgebaut mit unter anderem einem langjährigen Amateurtrainer namens Zoran Barisic, eine sehr wichtige Basis für den Club, die, wenn man so weitermacht wie bisher, droht die aber schon verloren zu gehen, was Spieler, junge Spielerqualität betrifft. Fragezeichen. Ich werde dem nicht widersprechen, weil das ist tatsächlich so. Ja klar, es ist ja unsere Philosophie im Verein, möglichst junge Spieler so gut auszubilden, um sie schnell und vorbereitet für die Kampfmannschaft zu haben. Und ich denke, auch in dem Punkt muss man auch mal die Spieler sehen, die jetzt in letzter Zeit in der Kampfmannschaft trainiert haben, oben dabei waren, mit Wöber, mit Gashi, mit Chanto, mit Gardler. Das sind ja Spieler, die wirkliche Perspektive haben für unsere Kampfmannschaft. Von daher ist die Ausbildung, läuft nach wie vor, denke ich, auf einem sehr hohen und auf einem sehr, sehr guten Niveau. Was wir aber nicht sagen können, ist aufgrund der letzten Ergebnisse, und das sind Ergebnisse, die nun mal wehtun, dass im Gesamten unsere Mannschaft jetzt diese Liga so bespielt, wie wir uns das vorstellen. Und daran müssen wir sehen, dass wir in naher Zukunft in den nächsten Spielen so viele Punkte machen. Und das geht es. Noch dem Exkurs zur Regionalliga. Die Fragen damit auch beantwortet. Gibt es sonst noch irgendwelche? Wenn nicht, dann wie immer herzlichen Dank fürs Interesse und am Sonntag, wie gewohnt, öffnet das Stadion 90 Minuten vor Ankick, also um 15 Uhr. Dankeschön. Okay.